Es dauert etwas lange, bis das Mittelfeld überbrückt wird. Und dann steht die Abwehr der Tschechen sehr schön gestaffelt. Erwin Kremers. Wischeli. Kloe. Beckenbauer. Müller und wieder Beckenbauer. Foul von Kuhner an Franz Beckenbauer, aber es ist offenbar nichts passiert. Müller und 1:0. Gerd Müller und Erwin Kremers hier die Zähne noch einmal in der Zeit und der Freistoß Beckenbauer. Müller bleibt einen Moment hängen. Aber der abgefälschte Ball, das trifft ins Tor. 25. Spielminute, 1:0 für die deutsche Nationalmannschaft durch das 56. Länderspieltor von Gerd Müller und hier Freude bei Helmut Schön und den Spielern auf der Reservebank. Das ist Gerd Müller. Soran Kekete ist noch am Boden. Es gibt eine kleine Unterbrechung. Und er muss offensichtlich behandelt werden. Ohne Müller hat die deutsche Mannschaft noch kein Heimländerspiel verloren, das kann man bei der Gelegenheit sagen. Ach, die Hose scheint nicht ganz neu zu sein, aber er hat sich wohl auch ein wenig wehgetan. Helmut Schön sehen wir hier am Spielfeldrand, der hat gerade Overath und Erwin Kremers noch ein paar Anweisungen gegeben. Mit 1:0 geht es nun also weiter. Kuhner, Adamec und Beckenbauer Hoeneß. Mannschaft durch Schwarzenbeck. Achtung, Herr Hoffmeister. Herr Hoffmeister, bitte zum Imbissraum. Jetzt Breitner auf Flohe. Gestrecktes Bein. Indirekter Freistoß und Beckenbauer legt sich den Ball zurecht, während sich Hoeneß bereit macht zum Schuss. Gute Abwehr von Usam Kekete von Spartak Magna. Freistoß für die GSSR. Kuna, ein sehr robuster Spieler. Zlocha. Tobias. Wischeli. Overath, Beckenbauer. Außerordentlich eifrig, wenn auch nicht immer ganz glücklich. Hoeneß.
sehr viel an die Seitenlinie pendelt. Franz Beckenbauer erstaunlich offensiv. Das ist eigentlich etwas gegen die taktische Anweisung von Helmut Schön, der eigentlich Overath mehr Platz im Mittelfeld gönnen möchte. Und Schön wollte Beckenbauer sehr stark in der Abwehr sehen, als eine Art Schutzwall vor dem Neuling Bernd Franke. Breitner. Flohe. Overath. Hoeneß auf Erwin Kremers. Kuna. Freistoß für die Tschechoslowakei. Dobias. Veseli. Pichowski. Gute Situation. Vielleicht etwas zu spät vom Ball getrennt. Sehr sicherem Eindruck. Overath. Kremers. Immer noch Möglichkeit und schade. Etwas zu hoch gezogen. 33. Spielminute. Bei dieser guten Möglichkeit für Erwin Kremers. Wiederholung dieser Szene. Kremers. Fuchs. Kremers. Müller. Aber Kikiti macht für sein Debüt einen ganz ordentlichen Eindruck. Einwurf für die GSSL. Durch Pichowski. Nicht einwandfrei von Flohe gegen Adamec. Slocha.
Wäscheli und die zweite Ecke gegen die deutsche Mannschaft. Wird nicht gegeben. Mir unverständlich. Der Schiedsrichter hat Freistoß gepfiffen. Ich habe keine Regelwidrigkeit entdecken können. Los. Und over. Die beiden spielen gut zusammen. Sie ersetzen ja förmlich Wimmer und Netze. Und Freistoß von GSSR. Stark wie je zuvor. Erwin Kremers. Breitner und Heinkes. Und da hat Breitner kein Verständnis für diesen Pass von Erwin Kremers gehabt, der ihm eine Chance eröffnen sollte. Suchte Gerd Müller, aber der war so hautnah bewacht, dass Beckenbauer nichts anderes blieb, als dieser Versuch, direkt aufs Tor zu schießen. Hier noch einmal die Bank mit den deutschen Reservespielern und Betreuern. Wimmer im Zivil auch, er ist ja verletzt. Dann Bonhoff. Alles weit in der Hälfte der GSSR. Gerd Müller, nicht genau genug getroffen, diesen Pass von Jupp Heynckes. Gespielt sind jetzt etwa 40 Minuten. Und 1:0 führt die deutsche Nationalmannschaft durch ein Tor von Gerd Müller in der 25. Minute. Flohe. Jetzt ist Platz da. Kremers. Noch einmal Flohe. Doppelpassversuch Heinkes Müller. Nicht geglückt. Adamec, der Mann, der versucht, Ruhe in das Spiel im Mittelfeld der GSSR zu bringen.
Bitschowski, Bomil Vesely, Tobias, das darf man sagen, steht gut. Das hat man gelernt aus den 3 Gegentoren gegen Argentinien, von denen ja 2 schon in der ersten Viertelstunde gefallen sind. Müller kommt beim Kopfball noch nicht so richtig hoch nach seinem Wadenbeinbruch. Slocher, Oberleutnant der Armee. GSSR in rot-weißen Dress von links nach rechts, aber schon wieder abgefangen und wieder Jupp Heynckes für die deutsche Mannschaft. Versteht sich heute nicht so gut mit Müller, der Bitschowski zum Gegenstoß über Adamec, den alten Routinier. Dachte Vogt sehr emsig und eifrig, keine Gefahr für das deutsche Tor. Beckenbauer, Hoeneß, Bayern untereinander, einmal. Große Stimmung im Düsseldorfer Stadion, das heute fast ausverkauft ist mit 70.000 Zuschauern. Und bisher ein gutes Spiel. Die GSSR verzögert im Mittelfeld, sucht das deutsche Tempo zu drosseln. Und das gefällt dem Publikum natürlich nicht. Und da kommt der Halbzeitpfiff. Mit 1:0 führt die deutsche Nationalmannschaft gegen die Tschechoslowakei. Und wie Sie aus dem Beifall hören mögen, hat dieses Spiel bisher durchaus an ihn gewonnen. Auch wenn es nicht die überragende Klasse war. Aber Helmut Schön muss ja weiter experimentieren, hat nicht seine beste Mannschaft dabei. Wie übrigens auch die Tschechoslowakei, die auf 4 Stammspieler verzichten muss.
Zur zweiten Halbzeit treten beide Mannschaften in unveränderter Besetzung an. Von dem Recht, drei Feldspieler und den Torwart auszutauschen, so wurde es vereinbart, hat keiner der beiden Trainer Gebrauch gemacht. Die GSSR jetzt in roten Hemden und weißen Hosen von rechts nach links spielt. Die Mannschaft, ich sagte es schon einmal, ist im Neuaufbau. Im Herbst 72 gab es drei Verlustspiele, 1:2 gegen Holland, 0:3 gegen Polen, 1:3 gegen die DDR und dabei wurden insgesamt 38 Spieler getestet. In der Qualifikation hat die GSR in der Gruppe 8 noch nicht eingegriffen. Dänemark und Schottland sind doch die Gegner, die sich für die Endrunde auf deutschem Boden qualifizieren wollen. Die Schotten haben Dänemark bereits zweimal besiegt und führen in der Tabelle. Hoeneß. Und die zweite Ecke für die deutsche Mannschaft erzwungen durch die Hoeneß von Bayern München. Und getreten wird sie von Heinz Flohe vom 1. FC Köln. Jarkowski, verfolgt von Overath. Und da war Heynckes dazwischen. Es war Erwin Kremers, der jetzt viel Beifall erhält. Und Beckenbauer. Kuna, der Kapitän der GSSR. Kremers mit einer Möglichkeit. Wollte es nicht auf eigene Faust riskieren, suchte Gerd Müller. Und noch einmal die Bank der Tschechoslowakei. Der Schiedsrichter, der recht gut leitet, versteht sich nicht so gut mit der AG Freistoß für die Tschechoslowakei. Der Linienrichter hatte auf Einwurf für Deutschland erkannt. Paul Breitner jetzt im Bild. Das darf man zu diesem Zeitpunkt sagen. Slocher.
Heinkes. Jetzt müsste es etwas schneller gehen noch im Mittelfeld. Breitner, Flohe. Breitner kommt nicht heran, aber eine Ecke. Die dritte Ecke für Deutschland, die auch Rolf Breitner zeigen lässt. Agarra. Wäscheli und wieder Agarra. Gut gemacht. Schön mit dem Haken. Thank you.